Willkommen zurück, meine verehrten Farmer. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Fields of Mystria. Im heutigen Part, denke ich, gehen wir erstmal umher, sprechen unterwegs mit all den Leuten, die ich so finde. Da gibt es ja einige. Und dann würde ich sagen, verbringen wir den Rest des Tages damit, hier auf der Eastern Road alle möglichen Ressourcen abzubauen, damit wir dann die Brücke bestmöglich reparieren können. Aber wie gesagt, ich denke, wir sollten erstmal umherlaufen und mit den ganzen Leuten sprechen, denn das habe ich im letzten Part nicht getan. Und ja, die Farm sollte ich vielleicht auch früher oder später mal aufräumen. Aber die Brücke hat für mich erstmal Priorität. Ich weiß auch gerade gar nicht, ich muss mal kurz schauen. Habe ich noch weitere Requests offen? Almanac, nein. Wartet, wartet, wartet. Hier. Also es gibt gerade nur die Story Quest. Und keine weitere. Das heißt, wir machen erstmal normal weiter. Hello, Phantasm. I'm gathering lilacs today. They only really appear around Hayden's farm. Pretty, aren't they? Potenziell. Ich könnte ihr einen Dandelion geben und schauen, ob sie den mag. Aber das, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie ein bisschen beleidigend. Oh, was haben wir hier? Lilacs. Wow. A wild purple flower that grows in the spring can be sold, gifted or... Okay. Ehrlich gesagt, das ist nicht schlecht. Wir können eine Lilac... Wait, kann ich damit interagieren? Ja. A mysterious looking chicken statue. There are shiny beads glinting from the bottom of its container. Interessant. Wir können eine Lilac an sie geben und schauen, was sie davon hält. Such a pretty flower. Thanks for thinking of me, Phantasm. Das klang gut. Und dann würde ich sagen. Ups, nein, 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 nein. Nein, 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 nicht wegwerfen. Können wir die andere ins Museum geben? The soil's what brought my ancestors to Mystria in the first place. It's rich in nutrients and everything a little plant needs to grow. Ich muss ja sagen, das ist jetzt mein fünfter Aufnahmepart in Folge. Und ich habe aktuell richtig Bock, noch mehr aufzunehmen. Ich hoffe einfach, dass ich meine Stimme nicht überanstrenge, weil meine Stimme. Die wird sehr schnell sehr stark gereizt und das wäre ein bisschen traurig. Aber es macht mir auch gerade ein bisschen zu viel Spaß, das aufzunehmen. Deshalb kann ich mir auch nicht helfen. Okay, ich kann auch donaten, wenn niemand da ist. Na, dann würde ich sagen, alles mal donaten, was ich hier habe. Und wir haben die Flower Collection zu 60% abgeschlossen. Und bei Spring Forage Set haben wir 1. Okay. Bin mal gespannt, ob wir im Laufe meines Let's Plays und vor allen Dingen dann mit den kommenden Updates in der Lage sind, das Museum zu vervollständigen. Aber jetzt machen wir erstmal nochmal weiter. Und, oh, da haben wir Fennel. Das, wartet, das bringe ich gleich weg. Das bringe ich gleich ins Museum, weil das würde jetzt auch nur Inventarplatz wegnehmen, den ich nicht wegnehmen möchte. Und da das ja auch gerade hier gelistet war, weg damit, nicht wahr? Gut. So, jetzt können wir uns in die Stadt begeben und ein bisschen mit den Einwohnern reden, weil wir haben ja noch nicht mit allen geredet. Und das sollten wir tun, bevor der Tag so richtig sich dem Ende neigt, nicht wahr? Some days luck doesn't go your way, but there's always tomorrow. Wahr? Ich kenne Personen, die ist noch mehr vom Pech geplagt als ich. Ich bin schon eine Person, die nicht gerade viel Glück im Leben hat. Aber die Person, die schießt echt den Vogel ab. Und die tut mir auch super, super leid. Aber, naja, was will man tun, nicht wahr? Und du kannst nicht mal wirklich sagen, ja, morgen ist auch noch ein Tag bei ihm, weil jeder Tag bei ihm halt wirklich so klingt wie ein Albtraum. I've got places to be, Phantasm. I bet you do too. So let's keep it moving. Ja, meine Places sind gerade hier in der Stadt mit allen Reden. My bro works really hard. I sure wish he would rest just as hard. So, dann gehen wir mal in das Bathhaus und sprechen mit der guten Josephine und ihrem Hund. Juniper. Wieso? Seitdem sie das gesagt hat, kann ich mir nicht merken, dass sie Juniper statt Josephine heißt. So weird. Let's keep it down. Dosie's had a long day. Dosie appears content with how this day is going. Yep. Und wir dürfen ihn petten.
Damit bin ich ja auch content. So, hier laufen ein paar Leute, die ich alle mal kurz anschwatzen möchte. You know, used to be a time that Luck and Maple wouldn't fall asleep unless I sang them a lullaby. They grow up so quickly. I heard Island found an ancient statue on your farmstead. That happens a lot around here. He even said the sleeping dragon was a historical landmark. It does go pretty far back, come to think of it. Ich meine, das ist auch eine schöne Sache, nicht wahr? So, dann haben wir jetzt hier unten noch eine Person. Ey, warte. Balin, you're new in town. I'd like to give you your first checkup. Don't worry, it's free. We're not unreasonable here. Okay, wenn du das sagst, dann tu das. Oh ne. Musst du erst in den Tresen oder was auch immer? Jetzt. Chin up. Turn your head to the side. Let me check your lymph nodes. Good, good. Okay. Das war unser erster Free Checkup. Da haben wir wieder Selin. I was just thinking now that we're neighbors, we should get to know each other better, right? You have an air of mystery about you, Phantasm. Hab ich das? Na, glaub mir, so mysterious bin ich nicht. Ganz im Norden sehe ich noch jemanden, mit dem ich noch nicht gesprochen habe. Have you met my darling Aelin and Adeline? I'm their great aunt. Well, not by blood. Some of us are simply born aunties, you see? Okay, das ist wild. Mit euch beiden habe ich schon gesprochen, aber ihr habt scheinbar was Neues zu erzählen. Evening Phantasm. We were just enjoying a romantic walk. Oh, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. It really is pretty out here. Celine's been out doing herself with the gardening. Und ich laufe da einfach drüber. Ich lümmel. Schrecklich. Schau mal einen an. Adeline. That statue on your farm might be older than the rest of Mystria. It's the oldest thing here as far as our written records are concerned. Aelin could probably tell you more. Oh. Ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten ich immer einen Steam Jumpscare gebe. Lasst mich ganz kurz Steam wieder pausieren. Sorry Leute, ich habe viel zu viel Geld ausgegeben für Spiele. Okay, jetzt haben wir noch hier rechts. Das ist der Good Store, nicht wahr? Ja. Yep. Ah ne, ist die Klinik. Mein Fehler. Ich bin mal gespannt, ob es auch so eine Art Liebesrivalität in dem Spiel geben kann, so wie in Harvest Moon, Friends of Mineral Town. This is so tasty. Your sister is really good at food, guys. Can she be the Dragon Guard's official chef? Well, the Dragon Guard is part of Mystria and Reyna is essentially Mystria's royal chef. So, yes! How'd you like the sandwich I packed for your lunch, sweetie? It keeps getting better. What are you putting in the relish? What's your secret? Farm coming along? Folks are about around here, so don't be shy asking. I nibbled so much while working in the kitchen, I ended up skipping dinner. Yep, die Mindstone Soup. Gönnen wir uns. Ich meine, das müssen wir mitnehmen, wenn wir das for free kriegen. Ich glaube, wir haben für heute mit allen gesprochen, außer... Oh, Errol. Wir haben Errol noch nicht getroffen. Und wir sollten auch wirklich morgen, heute nicht mehr, morgen das Tier mal aufsuchen. In dem Stall. Unten. Und ja. Landon haben wir auch noch nicht wieder getroffen. Landon und Errol fehlen mir noch. Und Territia. All die Old Folks fehlen mir hier. Was ist denn da los? Territia kommt uns jetzt hier entgegen. Das heißt, da können wir ihren Dialog schnell abhandeln. Wo ist sie? Oder ist sie gerade... Ah, sie läuft weg von uns. No, bleib da. Das war wild. You wouldn't believe how good the fishing in town is. Folk around here make sure to keep the water clean. Or they get an earful from me. Und wir haben eine Pinecone nebenbei gefunden. Wild. Oh, kann ich hier Heu machen? Nein, kann ich nicht. Das wäre cool gewesen, aber gut.
Hier oben haben wir noch... Ich habe den Namen vergessen. Wir werden es gleich rausfinden. Ah nee, er. Das war Landon. Okay, dann war mein. If you have any questions about Mysteria, I'm your guy. Been living here my whole life and then some. Wait, that's not quite right. Ich meine, Errol ist derjenige, den wir dann eher ansprechen würden, oder? Denke ich. Nun gut, anyway. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, noch extra zu Errol laufen zu können, weil das sehr, sehr viel Zeit frisst. Und stattdessen würde ich hier anfangen, ein bisschen abzuholzen und Steine zu farmen. Damit wir die Brücke schon mal ein bisschen bearbeiten können. Rock and Stone. Hier oben haben wir noch ein bisschen. Kling. Und hier haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, ich sollte wirklich mal einen ganzen Tag in dem Spiel nur dazu dedicaten, hier die Ressourcen abzubauen. Weil ich habe natürlich auch nur begrenzt viel Ausdauer und alles. Kling. Bling. So, kann ich dich abholzen? Nee, das funktioniert nicht. Für Baumstümpfe ist entweder unsere Axt zu schwach oder wir können die generell nicht abholzen. Bling. Wir haben nicht allzu viel Wood bisher gefunden, was ich sehr schade finde. Ah, zumindest geht das mit den Steinen ganz gut voran. So. Ich denke, das können wir erstmal abgeben, was ich jetzt in der Tasche habe. Und dann können wir Feierabend für heute machen, weil wir jetzt auch schon wieder 0 Uhr haben. Man kann ja noch ein paar Sachen unterwegs mitnehmen. So. Wir haben schon mal ein Fünftel von allen Steinen, aber wir haben noch gar kein Wood, wirklich. Das ist ein bisschen schade. Hopp, Beinkorn. Ja, damit. Aber, keine Sorge, das kriegen wir alles noch hin. Wir gehen das alles im ruhigen Schritttempo an. Ich würde nur gerne schnellstmöglich tatsächlich die Brücke reparieren, damit wir davon profitieren können, den Samstagmarkt auszufüllen. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, es vor Samstag auszufüllen, also beziehungsweise zu reparieren. Ich glaube zwar nicht, weil es dafür vielleicht ein bisschen spät ist derzeit, aber naja, wer weiß. Ich könnte es ja so machen, dass ich morgen, also den morgigen Spieltag, einfach erstmal meine ganze Farm versuche ein bisschen aufzuräumen und dann die ganzen Steine und das Holz dann nutze, um die Brücke zu reparieren, weil ich denke, das könnte auf jeden Fall reichen. Okay. Ich darf aber natürlich auch nicht vergessen, die Requests zu machen. Die sind ganz wichtig. Damit können wir ein bisschen Geld einfahren. Und natürlich erhöhen wir dann auch unseren Town Rank. Das war doch ein profitabler Tag. Boing. Boing. Oh, und sogar noch mehr Geld. Sehr schön, sehr schön. First Day. Rice hat heute Geburtstag. Rice ist ein Carpenter. Ich weiß nicht wirklich. Mir fällt nicht ein, was ich einem Carpenter giften sollte. Wait. Wait. Oh, es regnet heute. Ah, das heißt vermutlich auch, dass alles, was wir heute tun, vielleicht sich auf unsere Gesundheit auswirkt. So war es zumindest in Harvest Moon. Na gut. Ich meine, ich kann es ja mal riskieren. Aber zum Glück brauchen wir heute nicht gießen. Das wird von sich aus übernommen. Und dann schauen wir mal. Bauen wir ein bisschen Stone ab. Vielleicht können wir dann auch irgendwann unsere Farm erweitern dadurch. Ich denke, wenn ich so auf 50 runterkomme, dann habe ich erstmal genug gemacht.
Ich weiß, das ist nicht allzu viel, aber hey, wir machen kleine Schritte, nicht wahr? Bling. 13. Ich sehe schon, wir kommen hier ganz gut voran. Oh ja, nicht vergessen, mit unserem Guardian zu reden. Und wir können ihnen auch die ganze Essenz jetzt erstmal geben. You feel compelled to talk to Caldor's statue. The people of my time had a saying that they passed on from many generations. Don't forget that there is a jump button. I believe it was. Das kann man sehr schnell vergessen, tatsächlich. I assume that makes more sense if you're human. Perhaps you will find it useful. You shrine. Prepared picker. Harvesting a forageable. Will occasionally drop a seed version if it can be grown. Das klingt nicht schlecht. Das klingt echt nicht schlecht. Das heißt, wir können potenziell immer eine Saat abgreifen, wenn wir unsere Sachen harvesten. Also ernten. Das ist super. Donk, donk, donk. Donk, donk, donk. So. Und wir haben gleich die 50 erreicht. Donk. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen umher. Bevor ich es vergesse, gehen wir als erstes zur Sweetwater Farm. Ich möchte nämlich endlich unser gutes Tier mal ansprechen. Was haben wir hier? Ach, eine Daffodil, stimmt. Oh, wir dürfen ja sogar morgen unsere erste Ernte einfahren, nicht wahr? Good morning. You ever raise a cow and some marvelous animals. Everyone should have a cow or two around the house. Ich meine, Kühe sind echt cute. Aber kosten natürlich auch einiges an Zeit. Henrietta! This chicken clucks at you with regal air. Sure, this must be Henrietta, Hayden's Prize-winning chicken. A pleasure to meet you, Henrietta. Henrietta pecks the ground indifferently to your blatant attempt to get on her good side. Aber wir können sie petten, das ist die Hauptsache. Die gute Henrietta. So, dann laufen wir einmal in den Norden. Wir können natürlich erstmal beim Museum halt machen und können die Daffodil abgeben und schauen, ob wir auch noch unterwegs irgendwas ist, wie Wildberries oder so, die wir mitnehmen. Errol ist im Museum, das heißt, wir sprechen auch gleich mal mit ihm. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Stadt. Oh, Ulrich said you should talk to me about the mines, you say? Mystria was once known for them, rich in minerals and ores of all kinds. I was proud to be the foreman. But after the earthquake, that all changed. The mines were badly damaged and our town rank sunk. That along with, well, suffice to say, I had to seal them up. My priorities now are building up the museum and our town rank. So don't worry yourself about those mines, eh? Some things are better left alone. Alles klar? Bring. Uns fehlt noch eine Blume und dann haben wir die Spring Flower Collection durch. Ich denke, wir können übrigens Celine alle Formen von Blumen geben, die im Frühling blühen. Vermutlich außer den Dandelion. Ich glaube, niemand mag es, einen Löwenzahn geschenkt zu bekommen. Wäre jetzt einfach mal mein spontaner Guess. Ja, und dann würde ich sagen, laufen wir einmal von oben nach unten die Stadt ab, reden mit jedem und dann... Oh mein Gott, dann ist ja auch schon wieder die Zeit rum, mein Gott. I don't know what you're hoping to gain by taking over that farm. And I don't know what Adeline was thinking giving it away to someone stranger. To some stranger. Ja, das ist eine gute Frage. Phantasm, thanks for coming by. Hang out by the forge a while and dry off your boots. Na, nicht ganz. War jetzt nicht ganz meine Intention. Ah, ich sollte erst noch zum Townsport gehen, bevor ich nach oben gehe. Hello, Phantasm. I won't keep you. We both know that time is money. Da hast du recht.
Request for Trout. Okay, wie es aussieht, muss ich bald lernen zu angeln. Und something bugging me. Und ich muss bald lernen zu buggen. Adventurous Jerkin. Ist das Item to unlock the cosmetic to wear. Und natürlich Geld. Sehr schön. Ding. Wieder 150. Und neues Cosmetic. Dann... Oh, hallo. Good morning. Hope you've had breakfast, Phantasm. And if not, I hope you order one at the inn. Nett, danke. Sounds like there's going to be a crowd at the inn tonight, Phantasm. Hope you see you there. Stocking up for the storm, Phantasm. I bet the inn will be really crowded tonight if you're looking for heaping, helping and causing company. We were a little low on ingredients at the inn, so I popped on over to pick some things up. Hide and seek is a little different when Maple's hiding. She doesn't really hide, she just commands us to not look at her. I see you looking, Phantasm. Das ist ja gemein. Wait, Celine. Hi. After a while, you get to know people by their shopping habits. For instance, Alan will browse through the whole store, but he always ends up at the sweet shelf. Mein fair. Okay. Wir haben jetzt mit allen da drin geredet. Hier drüben läuft der gute Valen. Ich verwechsel mal Valen und Elsie. Rain is nice for the folks in town with allergies. It washes all that pollen away. Da hat er recht. Dann gucken wir erstmal in die Herberge. Oh! Wild. And then it was all like whoosh and then bzzz and then it was like bam! Oh, amazing. Phantasm, you came. Are you ready to become an entomologist? It means someone who studies insects. Ach, das hätte ich nicht erahnt. Yeah, that's what I do. There are a lot of cool bugs in Mystria, and Mr. Errol at the museum agreed to have a whole wing dedicated to them. I'm so excited. So are we. Until now, Luke's been bringing all his finds back to his room. But it's a big job being the only entomologist in Mystria. Will you join me? I've got to catch them all. That's what I like to hear. I want to give you my old net. It's brought me lots of luck over the years, but I think it's time to pass it on to a new generation of bug catchers. Nice. Look at that form. And don't forget to bring any new bugs you find to Errol at a museum. Please don't bring them here. Be sure to tell me about any neat bugs you find, Phantasm. Ich denke, ihm können wir jeden einzelnen Käfer, der existiert, geben. Als Geschenk. Aber es ist natürlich erstmal nicht meine Priorität. Und ich wollte erstmal hier reingehen, um mit euch zu reden. Aber das Skript ist natürlich erstmal durchgelaufen. Mein, I have got this kitchen humming. There's already some folks trickling in. Nothing like a good stew after coming in from the rain. Do you smell that? Raina's cooking something good. Soup looks great today. Yep, ich möchte eine Bowl of Potato Soup. Oh, da hätte ich schon Bock drauf, bin ich ehrlich. Ich würde sagen, wir gucken erstmal ganz kurz, wen wir noch alles offen haben heute. Ich habe mit Adeline noch nicht gesprochen. Mit Dozy, mit Aylan, mit Elsie. Mit Juniper, mit Landon, Bryce und Terrifia. Also noch einige offen. Ah, das war Hemlock. Bam, 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 bam. Hier oben? Nein, eins weiter. Hier oben? Da sind alle Leute, die sind gerade im Bathhaus. Aha. Raina talked to me into spending the evening with her and Celine. I shouldn't neglect my work, but hanging out with my friends is so fun. Maybe I can do both? Ja, könntest du. It's too bad about the market being closed. I'd love to go shopping at Lewis. Elsie said she'd show me how to dress for high society. I think you do just fine in high society as you are, my dear. But perhaps you can show me where you got those boots.
Dozies expression makes it clear he's enjoying the sound of the rain. Und wir petten Dozie natürlich. Sehr, sehr nett. Gut. Wen haben wir noch auf der Liste? Island und Landon. Ja, und Rice haben wir noch nicht getroffen. Das Geburtstagskind und Teritia. Aber, da wir jetzt auch schon wieder 25 Minuten drin sind, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um erstmal hier Stopp für heute zu machen. Und einfach nur, weil ich gerade so im Flow bin, nehme ich auch direkt den nächsten Part auf. Das heißt, ihr werdet genau nahtlos wieder sehen, was hier passiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.